Kennt ihr diese Tage, an denen ihr euch wünscht, ihr werdet ein Hund oder ein Reh? Heute ist ein Tag für mich. Zum Glück ist das Wetter sehr schön und ich kann in den Wald gehen und so tun, als wäre ich ein Hund oder ein Reh. Auf den Weg kacken, Gras essen, rumspringen. Die tiefe Frage des Tages ist, warum ist mein Pony so schief? Was ist das? Ich dachte, ich hätte ihn perfekt geschnitten. Manchmal habe ich einfach echt genug von der Stadt und mit Stadt meine ich Dorf und muss in den Wald gehen, sonst werde ich wahnsinnig und da hilft auch kein Meditieren und kein Yoga. Dann raste ich aus und weine. Ich habe heute schon zweimal geweint. Echt? Ja. Aber ich glaube, das sind noch die Stars, die mich so beeinflussen mal wieder. Ich glaube, heute ist auch Vollmond, wenn ich das richtig deute. Und ich bin, glaube ich, sehr emotional. Ich bin auch schlecht gelaunt heute. Oh, Manu. Ja. Und es ist ja auch, glaube ich, schon Cancer Season. Also Sternzeichen Cancer, nicht so, der böse Krebs. Und Krebse sind ja voll emotional. Und ich glaube, mich als Löwe hat es jetzt auch gepackt. Deswegen musste ich heute schon zweimal meine Tränendrüsen entkalken. Aber ich spüre schon, wie es mir besser geht, alleine, weil ich draußen bin. Und ich sehe schon den Waldeingang. Es kann nur noch bergauf gehen, Freunde. Immer, immer weiter motiviert bleiben. Gibt es eigentlich sowas wie einen Vloggermuskel? Weil ich glaube, mir wächst hier was. Ja, weil mich macht das depressiv, wenn ich im Sommer drin arbeiten muss. Ja, same, aber weißt du, wie schlimm mein zweites Semester war? Was meinst du, warum ich immer noch studiere? Ich war gar nicht in der Uni, war erste und letzte Woche in der Uni und habe einfach gar keine Leistung gemacht. Warum heißt eine Pflanze, in die man seinen Finger nicht reinstecken darf, Fingerhut? Komm, ich kann direkt eine präsentieren. Oh ne, doch nicht. Oh. Voll die vergammeln. Shit. Sieht man überhaupt? Das ist aber peinlich. Das ist jetzt aber sehr peinlich. Jetzt können wir einen neuen suchen. Naja, die Frage bleibt. Ah, da, oder? Nee. Nee, es ist keine. Nicht alles, was lila ist, ist ein Fingerhut. Oh, ein Schmetterling. Nummer 1. Oh. Oh Mann, ich liebe den Waldi. Brennnesseltee ist sehr gesund. Facts. Wie schön kann Deutschland sein? Wie schön kann NRW sein? Besser gesagt, dass Deutschland schön sein kann, wissen wir. Aber könnt ihr in NRW etwas vergleichbar Schönes? Guck mal, das Rote da hinten. Rosen, mag das ja eine Pflanze sein. Nee, das sind so Bären, ne? Vogelbären. Ich mich sticht gerade. Vielleicht Katzen. Egal. SOS, Zeckenalarm. Ja. Zieh die Beine raus, so. Pass gut auf. Auf ihnen sitzen Zecken drauf. Wenn sie beißen, ist es aus. Ja. Yeah. Zum Glück haben wir den SOS Zeckenzeck. Stimmt. Vom DRK. Keine Werbung hier machen, bitte. Oh. Oh Mann, hier ist es zu schön. Der Kapitän zahlt nicht. Jetzt ein kühles Blondes. Stellt euch mal vor, in ein paar Jahren haben wir die Umwelt so sehr zerstört, dass wir gar keine Vögel mehr zwitschern hören. Wäre das nicht traurig? Oder wir haben die Umwelt so sehr zerstört, dass es keine Menschen mehr gibt. Das wäre nicht so traurig. Das würde ich begrüßen. Ich hoffe, dann bin ich ein Hund. Obwohl ohne Hund, Menschen könnten Hunde wahrscheinlich auch nicht lange überleben.
Oh, ein Schmetterling. Aha. Dass ich dich hier noch treffe, das hätte ich nicht gedacht. Aber sieht auch schon giftig aus von innen, ne? Diese Flecken. Also es interessiert halt auch keinen, aber... Naja. Sehen. Es interessiert halt auch keinen, aber... Naja. Dieser erniedrigende Moment, wenn man aus dem Wald kommt und direkt in eine Baustelle reinlaufen muss. Geil! Diese Baustelle ist jetzt unser Zuhause. Ich glaube auch noch sehr lange. Sie ist direkt vor unserer Tür. Ich habe gerade gelesen, dass die Menschen bzw. Deutschland jetzt auch auf anderen Planeten bergbauen will, weil es da noch viel mehr Rohstoffe gibt als auf der Erde. Wow. Finde ich super. Das ist eine ganz tolle Idee auf jeden Fall. Wieso schießt ihr euch nicht einfach ins All und bleibt da? Was geht ab? Ich habe mich wieder mal verlaufen. Mann, ey, wie laut. Ich muss in 6 Minuten beim Praktikum sein. Und also ich war hier schon mal. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe eine Beschreibung bekommen und der bin ich auch gefolgt eigentlich. Aber irgendwie bin ich am Parkhaus rausgekommen und nicht an der Uni. Das Leben als Yvonne ist echt hart. Ich verlaufe mich ständig. Ich wohne hier seit 4,5 Jahren. Es ist kaum zu glauben. Aber ich verlaufe mich auch in meiner Heimat, also. Wenigstens ist es hier wunderschön. Update. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja. Und ich muss erst in einer Minute da sein. Update Nummer 2. Ich bin gerade in dieses Gebäude gegangen und das ist offensichtlich falsch. Und es ist sogar so schief gegangen, dass ich in der Wohnung von einer Frau stand, die oben ohne war. Ich weiß, es klingt unglaublich, aber es ist einfach mein Leben. Und jetzt bin ich lost. Lost in the sauce. Und keine Ahnung, jetzt bin ich auch schon viel zu spät. 10 Minuten. Und ich bin auch zu Fuß, deswegen werde ich noch was brauchen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber es kann doch nicht 2 Gebäude in derselben Stadt geben, die gleich heißen. Wer verarscht mich? Ladies and Gentlemen, draußen sind nahezu 30 Grad und wir haben eine Suppe gekocht. Sieht eklig aus, aber in echt sieht's geil aus. Read my outfit. Ich lieb's, wenn man Sachen kauft. So Monate apart. Und die passen plötzlich voll gut zusammen. Haha. Wunder geschehen auf dieser Welt. Silva. Mach Fußball los. Jetzt wird dir soffen. I want to fly away. I want to fly.